Hallo, ihr Süßen und Schlauen. Heute ist der dritte Adventssonntag. Das heißt, wir haben schon drei Sonntage hinter uns gebracht. Es kommt nur noch einer und danach ist endlich Weihnachten. Weil heute der dritte Advent ist, machen wir drei Kerzen an dem Adventskranz an. Einen Moment. Eins. Zwei, drei. Der dritte Advent. Hallo, meine Süßen und Schlauen. Heute ist der 13. Dezember. 5 und 5 und 3. Das sind zusammen 13. Ich lese euch heute aus einem Buch vor, das ihr schon kennt. 28 Lachgeschichten. Es geht in der Geschichte um das Reisen mit dem Zug. Viel Spaß! Die Geschichte vom Reisekind. Einmal wollte eine große Familie verreisen. Mutter, Vater und 4 Kinder. Sie haben auf dem Bahnsteig gestanden und alle waren sehr aufgeregt. Am aufgeregtesten war das kleinste Kind. Der Zug ist gekommen und der Vater hat die Koffer genommen, die Mutter hat die Taschen genommen. Und die großen Kinder haben den Korb mit den Butterbroten und das Netz mit den Apfelsinen und die Limonadenflasche und den Futterparat genommen. Das kleinste Kind sollte nur seinen Teddy tragen. Der Zug hat gehalten. Die Leute, die angekommen waren, sind ausgestiegen. Jetzt wollte die Familie einsteigen. Aber das kleinste Kind war nicht mehr da. Die großen Kinder sind gleich losgerannt und haben es überall gesucht. An der Treppe und beim Zeitungsverkäufer und am Schokoladenautomaten und hinter dem Gepäckwagen und sogar unter der Bank. Nirgendwo war das kleinste Kind. Die Mutter hat alle Leute gefragt. Und der Vater hat sogar den Lokomotivführer gefragt. Keiner hatte das kleinste Kind gesehen. Da hat auf einmal jemand im Zug an die Fensterscheibe geklopft und gerufen, »Warum kommt ihr denn nicht?« Das kleinste Kind war nämlich schon längst im Zug. Alle haben gelacht und sind schnell mit den vielen Sachen eingestiegen und der Zug konnte endlich abfahren. Ende der Geschichte. Das war ja schon mal ein aufregender Anfang, bis überhaupt alle erst im Zug waren. Uiuiui. Ist euch das auch schon mal passiert? Ich wünsche euch beim nächsten Mal eine ganz geruhsame Reise ohne Aufregung. Gebt mir ein Like, wenn es euch heute gefallen hat. Tschüss!